Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Einbrechersimulator. Meine Damen und Herren, ich habe extrem gute Nachrichten für euch und vor allen Dingen auch für mich, denn es gab heute einen neuen Patch beim Einbrechersimulator. Das bedeutet, wir können nämlich jetzt die Story von diesem Spiel komplett durchspielen. Normalerweise war es ja immer so, wir sind hier in unserem Versteck gewesen und dann gab es hier oben rechts, sehen wir das, hebe das Paket neben dem Tor auf. Und das letzte Mal, als ich das gemacht habe, ist das Ding einfach exploded. Und ich bin dabei draufgegangen. Ich bin jetzt gespannt, was passiert. Ich drücke auf E. Was? Haben wir das jetzt überlebt? Müssen wir doch. Oder? Als ob. Ja, wir sind hier bei unserem neuen Versteck. Wir haben es überlebt. Ah, jetzt kommt die Rache. Wir machen jetzt nämlich Winnie fertig. Nice one. Okay, das wird geil. Für die Leute, die vielleicht gar nicht so sehr vieles jetzt hier gerade checken. Und zwar, beim Einbrechersimulator ging es um Folgendes. Man ist in die ganzen Häuser immer eingestiegen und hat Sachen geklaut. Für jemanden, der sich Winnie nennt. Und der hat jetzt gerade versucht, uns umzubringen. Das ist mein Haus, das habe ich mir gekauft in den letzten Folgen und habe es auch ziemlich geil eingerichtet. Zieht es euch rein, Leute. Guck mal, hier ist meine Küche. Hier habe ich Sachen geklaut. Meine Rolex-Kollektion. Auf jeden Fall hat Winnie uns dann am Ende versucht, umzubringen. Und ja, jetzt werden wir auf jeden Fall mal probieren, ihn fertig zu machen. Gehe zu einem Spionageort im Industriegebiet. Ja, genau. Ich glaube, das Industriegebiet, das ist jetzt komplett neu. Das Geile ist auch, wir werden uns wahrscheinlich zukünftig noch neue Sachen kaufen können. Also in Form von neuen Gadgets. Und wir haben einfach extrem viel Kohle. Ich kann hier wirklich alles zu Geld machen. Ich habe insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Uhren. Und der Fernseher ist auch nochmal locker was wert. Also 30.000, 40.000 habe ich hier locker. Ja, easy going. Genau, wir gehen jetzt in unser Auto. Zack. Obwohl, warte, ich gehe in den Van. Der ist doch viel geiler. Und dann müssen wir jetzt ins Industriegebiet. Okay, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Krass, das ist ein wirklich komplett neues Gebiet. Ah, hier vorne sehen wir das. Wir parken einfach mal hier und latschen jetzt hier oben hin. Markiere das Torbedienfeld mit einem Fernglas. Das habe ich gar nicht. Problem gelöst. Ich muss das Ganze ja nur auf dem Quickslot tun. Hier das Fernglas. Und dann nehmen wir den Signalkopierer weg. Dann kann ich hier, loggerfloggig, Fernglas. Ah, hier vorne ist es. Jawohl. Hacke das 303-Gate-Panel aus der Ferne mit dem Hacking-Laptop. Kein Problem. Hacking-Laptop? Das haben die auch überarbeitet. Ich muss jetzt nur ungefähr in die Nähe. Ja gut, aber wie komme ich da so easygoing hin? Gehen einfach mal ein bisschen ums Haus. Ah, jetzt haben wir das. Okay, das ist ja easygoing. Super Hacker, Pidesel. Löst das Rätsel, das Schwierigste der Welt. Fertig gehackt. Alter, ich bin so ein krasser Hacker. Stiehl die Festplatte mit Lombardis Shady Deals. Okay, wir müssen jetzt irgendwie hier rein. Wir sind wahrscheinlich jetzt hier generell in einem richtig dicken Industriegebiet. Das ist aber auch ein fettes Haus. Kann ich hier nicht hochklettern? Nee. Ach so, ich habe jetzt einfach gerade beim Hacken das Tor aufgemacht. Das ist natürlich nicht schlecht. Oh, ich muss auf... Ja, hier sind nämlich überall Kameras. Was? Oh, hier links war auch direkt eine Kamera. Als ob... Ja, ich wurde jetzt entdeckt. Von der Kamera, aber hä? Es wird ja keine Polizei gerufen. Oh, scheiße! Da ist ja jemand. Okay, ich bin weg. Oh, scheiße. Der ist hier rechts immer. Okay, der patrouilliert da. Dann jetzt hier schnell, 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 schnell. Oh, das war knapp. Oh Gott. Okay, komme ich hier irgendwie... Alter, ich muss hier irgendwie rein. Kann ich mich denn... Nee, der sieht mich doch. Ich kann mich kaum an dem vorbeischleichen. Obwohl, wenn er jetzt da links geht, dann sprinte ich hier, zack, um die Ecke. Nice one. Und dann können wir gleich hier oben hochklettern. Wenn er jetzt natürlich so weit nach hinten patrouilliert, dann sind wir am Arsch. Nee, ist, glaube ich, gerade weg. Jetzt hoch. Ja, schnell nach oben. Und drin. Ah, Mist, Glasbruchsensoren haben die. Aber hier durch die Tür kann ich rein. Oh yeah. Alter Schwede, sind hier viele Sachen. Alter, als ob. Hier die Festplatte. Brauner Geldbeutel. Bam, Junge. Ein Safe. Den Safe nehme ich noch mit. Wir müssen jetzt einfach gleich die Beute super sichern. Weil es kann sein, dass gleich hier noch jemand nach oben kommt. Und dann habe ich echt verloren. Hier nochmal eine Festplatte. Okay. Ordner mit Anmeldedaten. Okay, was sollte das denn? PC-Bildschirm für 2000. Ja, Alter, nehme ich mit. 2000. Hier nochmal ein guter Geldbeutel. Jetzt sind hier richtig dicke, fette PCs. Okay, die kann ich nicht mitnehmen. Was haben wir hier? Schwarzer Projektor. PC-Maus für 700. Hier nochmal der PC-Bildschirm. Wir lassen die Beute jetzt mal gut Beute sein. Liegt auf dem Tisch im zweiten Stock. Aber hier ist nichts. Und wir sind hier ganz oben im zweiten Stock. Ja, und wir kommen hier nicht rein. Wir müssen in irgendeinen Serverraum.
Ganz ehrlich, ich werde mich fürs Erste versuchen zu verpissen. Warte mal, ich komme hier ja gar nicht raus. Oder kann ich hier auch wieder runter... Nee, hier kann ich nicht runterklettern. Als ob. Ich muss praktisch da unten durch. Okay, das wird richtig schwer jetzt. Okay, hier unten. Oh, da geht das Licht an. Okay, warte, kann ich hier irgendwie raus? Nee. Als ob. Oh Gott. Alter, der ist nur einen Meter von mir entfernt. Junge, verpiss dich, bitte. Bitte geh einfach. Ist er weg? Nee, Junge, jetzt geh doch hier wieder aus dem Haus raus. Oh Gott. Kann nicht sein, dass er jetzt hier wieder die ganze Zeit im Haus patrouilliert. Ich riskier's. Oh, war das gerade knapp. Okay, scheiß drauf. Scheiß drauf. Einfach hoch, einfach hoch. Sie wurden von einem Mieter gehört. Scheiß drauf. Boah, Junge. Okay, jetzt hier einfach aus einem Fenster springen. Ey, ich muss das doch von innen aufmachen können, ohne dass der Sensor losgeht. Dann springe ich hier einfach raus. Ja, alles easy. Sprung. Und run. Junge, lauf einfach. Lauf, 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 lauf. Jetzt direkt zum Auto. Direkt zum Auto. Komm, 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 komm. Okay, rein ins Auto. Einfach nur starten. Einfach nur die fette Beute in Sicherheit bringen. Scheiße, wo fahre ich denn jetzt hier gerade längs? Ich muss drehen. Nee, alles gut. Oh, in unser... Warte mal, in unser Versteck oder nach Hause? Zusammenfassung gestohlen. Was? Wir haben die Festplatte? Oh, nice. Alter, wie krank wir abgegangen sind. Diebesrating A. Ey, wir haben, glaube ich, richtig viel Cashmash gerade mitgenommen. Hacke die Festplatte im Versteck. Ey, ja, warte mal, ich muss jetzt erstmal hier gucken, Cashmash-mäßig. Ich gehe zu meinem Typen, bei dem ich den ganzen Kram verkaufen kann. Ah, warte, warte. Nee, 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 wir gehen erst noch nicht zum Pfandhaus. Weil es gab doch den dicken, fetten Patch. Und jetzt kann ich doch bei meinem Computer bestimmt wieder Sachen bei eBay verkaufen. Da muss es hundertprozentig auch neue Sachen geben. Hier, Black Bay. Ja, Festplatten. 360. Silberne Uhr für 3000. Ja, easy going. Lampe. Perfekt. Geschäftstelefon, Ah, krass, gibt auch mega viel Kohle. Oh, noch ein PC-Bildschirm und wir verdienen 16.000 Dollar. Genauso wie die schwarzen Projektoren. Alter, ich gehe da nochmal rein. Also, ich meine, warum nicht? Aber warte mal, ich habe die ganzen Sachen ja noch. 10.000. Die stelle ich erstmal hier hin. Beziehungsweise habe ich nicht hier auch ein Lager? Ja, Regal. Ups. Ah, hier vorne. Kurz mal Licht anmachen. Genau, in das Lager. Kommen jetzt die ganzen Sachen, die wir uns gegönnt haben. PC-Bildschirme, Maus. Weil wir, momentan brauchen wir die Kohle eh noch nicht. Geschäftstelefon, Geldbeutel, PC-Bildschirm. Okay, dann ist unser Rucksack auch so gut wie wieder leer. Oder fahre ich da jetzt nochmal hin? Hey Jungs, da bin ich wieder. Ist denn das Tor noch offen oder muss ich das nochmal hacken? Ah, das muss ich nochmal... Oh, okay. Ja, ist doch kein Problem. Und gehackt. Oh, jetzt ist es natürlich... Die Uhrzeit ist komplett anders, aber das scheint... Oh Gott, der ist da vorne links. Ho, ho, sie wurden von einem Mieter gehört, kein Problem. Hoch, 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 hoch. Alles easy. So, gehen wieder loggerfloggig hier hin. Zerstöre den wichtigen PC im ersten Stock. Ist das der hier? Bats! Jawoll! Jetzt gönnen wir uns erstmal PC-Bildschirm. Laptop brauchten wir nicht. Hier drin haben wir auch alles rausgeräumt. Oh, nochmal Software für 2000. Nochmal ein Bildschirm. Ja, die Bildschirme geben immer 2000, aber sind natürlich wahnsinnig schwer. Ich wüsste gern, was mit dieser Keycard gemeint ist. Oh, hier ist noch eine Festplatte. Ich gehe jetzt nochmal einmal nach oben. Hier kann ich noch einen Projektor mitnehmen. Ja, wir sind jetzt aber auch komplett voll. Alles tipptopp. Dann werde ich jetzt wieder locker flockig hier. Oh, Mist, der Typ ist jetzt ja da vorne. Ah, scheiße, der sieht mich. Oh, was macht der denn jetzt da? Ich komme da halt auch einfach nicht weg. Obwohl, warte. Jetzt raus. Scheiße! Oh Gott. Okay, alles gut. Der eine Dude ist jetzt hier. Und jetzt einfach raus. Zack. Oh, Ast rein. Das war perfekt gemacht. Jetzt einfach schön ins Auto setzen. Gleich 16.000 kassieren. Ey, wir haben, glaube ich, locker Sachen im Wert heute von 30.000, 40.000 geklaut. Easy going, glaube ich. Logger floggig. Diebesrating nochmal A. Dann können wir doch jetzt nochmal auf Black Bay ordentlich abcashen. Jawohl. 16.000. Warm, Junge. Warte mal, ich habe doch gerade auch noch ein paar Sachen geklaut. Hier, so wie diese Software. Ach, hier im Lager ist gar nichts mehr, weil ich es ins andere Lager geräumt habe. Egal, ich gehe jetzt mal zum Pfandhaus. Und die, da werde ich die Software und so weiter verticken. Welcome back. Welcome back. Ja, ja, guten Tag. Ja, die Software verkaufen wir einmal. Laptop-Maus will ich behalten. Weißer Projektor. Ach, verkaufen wir auch einfach. Scheiß drauf. So, locker floggig. 33.000. Jetzt nochmal die Festplatte hacken. Einmal unseren Laptop. Festplatte mit Lombardis Infos. Aber wieso Lombardi? Ich dachte, wir haben ein Problem mit Vinny. Aber egal. Lege die Festplatte in die Box mit den Beweisen. In welche Box mit den Beweisen, Digga? Ach, hier ist die Box. Zack.
Stiehl die Kontodaten aus dem Safe in 301. Okay. Das machen wir allerdings beim nächsten Mal. Meine Damen und Herren, unser Rachefeldzug hat begonnen. Zudem machen wir ordentlich Cashmash für unser Haus. 33.000 haben wir und ganz gut was geklaut. Leute, das war's. Wenn ihr Bock auf mehr habt, es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.